glaube, den machen wir auch wieder mit Feuer hier. Oh, das sind ja viele. Manchmal haut es so rein und dann wieder gar nicht. Ich sollte früher meine Tränke trinken. Ja, da ist noch einer. Zumindest sehe ich einen roten Punkt. Dachte ich, ich wäre schon außer Gefahr. Der kommt hier so ganz langsam. Was ist das? Oh, schön, wieder ein paar Runenpfeile. Okay, ich finde es ein bisschen schade, aber okay, das ist halt dann so, dass diese Beschworenen, wobei die sind dann halt wahrscheinlich nicht an so einen Geist da gebunden. Ich finde es immer praktisch, wenn man da denkt, oh Schreck, da kommen ganz viele Beschworenen, ne? Beschworene. Aber wenn man dann den, der sie beschworen hat, tötet, dann sind sie ja immer verschwunden. Aber das ist hier jetzt gar nicht der Fall. Oder sollten sie verschwunden sein? Diese Lampe. Die macht ja dieses Licht. Aha. Aber Hebel hat es hier keinen, ne? Doch, da hinten. Wo sind hier die Fallen? Der Hebel sieht ein bisschen kaputt aus, oder? Mal probieren. Oh. Da hinten ist eine Kiste. Oh, wie gemein. Ich will die Kiste. Und natürlich Experte. Und ich glaube, die Zeit vergeht nicht, wenn man da 88 gut gebrochen. Sonst noch was? Hm. Was? Ah ja, Arkanistenfieber hat sich verschlimmert. Das wirkt sich negativ auf euren Charakter. Was? War das jetzt so heftig? Wie viel Arkanistenfieber habe ich denn jetzt? Hat er so reingehauen? Erhöhtes Arkanistenfieber? So mega, aber wahrscheinlich weil über 40. Das könnte ich mir vorstellen. So, besser? Ah, es hat sich gebessert. Sehr schön. Jetzt muss ich natürlich noch da oben gucken. Aber irgendwie schön, das Licht. Es hat was. Aha. Oh, jetzt dachte ich gerade... Kann man gar nicht aufschließen, das wäre schade gewesen. Wenn man so ein Kästchen findet und dann... Dann man
das nicht mal aufmachen könnte. Ein Diamant. Okay. Also hier waren jetzt keine Fallen, oder? Oh, früh locke, nie zu froh. Okay, dann die andere Seite. Gut, hier waren wir vorhin und hier steht eine fette Kiste hier hinten. Okay, jetzt gucken wir erstmal auf die rechte Seite von uns aus jetzt gerade gesehen. Verlorener. Na komm. Die leuchten ja, weil sie vermodert sind. Das ist der Modder. Müssen weglaufen. Ob wir uns verstecken können. Oh ja, super. Endlich merkt man mal so richtig was, dass man sich auch gescheit verstecken kann. Die Kiste habe ich, glaube ich, schon aufgemacht, oder? Ja. Sieht schon geräubert aus. Wie viele haben wir denn überhaupt erlegt? Einen? Und da unten liegt was? Aber ich meine zwei. Hoffe doch. Also so knifflig das hier ist, so ein bisschen, dass man wieder auf sich aufpassen muss. So gut gefallen mir die XP, die man hier kriegt. Immer derselbe, den ich hier anklicke. Okay, das ist das andere, was man da von oben gesehen hat. Was ist das hier? Zauberbuch Erdung. Das hängt auch schon ein bisschen komisch darum. Nicht so gedacht gewesen. Okay, hier ist noch so irgendwie so ein Graben. Sehr schön. Dann gehe ich erstmal in die Richtung gucken. Da war wohl mal Wasser drin, oder? Da vorne ist ein Bötle. Ah, erinnert mich so ein bisschen an Venedig. Einunddreißig Einzelteile. Okay. Sieht hübsch aus, guck mal. Also das war bestimmt schön. Zu der Zeit, wo das funktionstüchtig war. War das hier bestimmt richtig hübsch. Und jetzt hängen hier die Eiszapfen. Nee, wir gucken erstmal da hinten ins Eck.
Na, Sackgasse. Da haben wir schon geschnetzelt. Und da kommen wir ja nicht weiter. Nee, da müssen wir den anderen Gang lang laufen. Und da war, glaube ich, nochmal so ein Ele. Yep. Aber wenn er so weit weg ist und mich nicht gleich sieht, dann kann ich echt meine vier Pfeile. Oh nein, es sind mehr, es sind zwei. Die machen da immer so einen Cast. Und das ermöglicht mir glücklicherweise dann immer, dass ich da einfach so noch ein paar Pfeile hinschicken kann. Sehr schön. Okay, dann müsste jetzt da der letzte Hebel kommen. Ich glaube, es war vorhin die Rede von drei Hebeln und der Hebel ist einfach viel zu einfach erreichbar. Und hier sind lauter so Armbrüste. Es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn die abgefeuert werden, wenn ich den Hebel bewege. Gibt es hier hinten vielleicht noch einen Hebel? Oh, was haben wir denn hier alles? Sternlingspfeile. Alter, Teuerball, Sternlingskürass. Ich habe jetzt überall schon mal so Rüstung gefunden. Also schon immer mal wieder, wollte ich eigentlich eher sagen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man das dann auch verzaubert oder so, selber sich, dann ist der Sterlingskürass gar nicht mal so schlecht. Aber einen anderen Hebel hat es nicht. Ich werde wohl in den sauren Apfel beißen müssen. Die Dinger kann man auch nicht deaktivieren. Also stelle ich mich jetzt vielleicht mal eher so, dass die Dinger mich nicht erwischen. Genau so dachte ich das. Oh, die haben sich jetzt geschrottet. Kann das sein? Tatsächlich. Was? Wieso kriege ich hier Arkanistenfieber? Dann liegt es an dem Hebel und gar nicht an diesen Kristallen, die hier rumwurbeln, oder? Aua. Okay, dann gucken wir uns jetzt mal die Mitte an. Ob sich da was getan hat. Da war irgendwie sowas wie so ein Strahl oder... Portal? Weiß nicht. Muss mal ganz vorsichtig gucken. Das Ding da. Irgendwas erleuchtet. Hat die jetzt nicht getroffen? Manchmal ist das komisch mit dem Zielen. Liegt jetzt aber auch wieder keine Überreste. So, ich glaube, ich gucke mir aber erst das Teil dahinter an, oder? Bevor ich da irgendwas anfasse, was komisch aussieht. Das sieht schon aus wie so ein Riss, wie so ein Portal. Wieder viele Tränke. Und Schwert des Feuerzorns. Na, nehmen wir halt mal mit. Was tragen wir denn? 300. Okay. Also das Licht schaue ich mir zum Schluss an. Das ist mir sehr unheimlich. Vielleicht gibt es ja noch mehr Hebel. Waren wir hier nicht schon? Doch, hier sind die Boote. Da müssen wir nicht mehr hin. Wie sieht denn das jetzt auf der Karte aus? Okay. Okay, dann ist da wahrscheinlich gar nicht mehr allzu viel.
Oder es gibt noch mehr Stockwerke oder sowas. Ah, es gibt noch einen Hebel. Vielleicht kann man sich ja in diesem Licht läutern lassen vom Arkanistenfieber. Lauf oder stirb! Okay. Die Frage ist, in welche Richtung? Okay, man müsste also den Hebel bedienen und dann loslaufen und dann kommen die hinter einem wahrscheinlich dann raus. Jetzt können wir die wieder ausschalten, oder? Genau. Also, und da hinten geht dann das Tor auf. Alles klar, jetzt probiere ich trotzdem erstmal was mit dem, was es mit diesem Licht auf sich hat, bevor wir jetzt weiterlaufen. Das hat doch bestimmt auch so eine Art Reihenfolge. Jetzt gucken wir mal. Gar nichts. Nutzen kann man sie auch nicht. Hm. Bin ich enttäuscht. Hallo. Na gut, dann laufen wir. Bogen stecken wir auch weg. Dann sind wir vielleicht nochmal einen Ticken schneller. Und wir rennen dann mit. Gucken, ob wir das hinkriegen. Am besten stelle ich mich schon wieder schon ein bisschen so. Doch, ich muss den Hebel bewegen, sonst. Geht mir so nicht auf. Yeah! Ah! Steht einer. Freund oder Feind? Ich glaube, wenn es Feind wäre, dann hätte der mich bestimmt schon angefallen, oder? Jetzt, wo ich da reinkam. Gucken. Was ist denn das für einer? Ist untot. Ich kann ihn aber nicht bestehlen. Ich kann ihn auch nicht angreifen, glaube ich. Er hat mich auch noch nicht bemerkt. Hallo? Hallo, guten Tag. Oh, hahaha. Mischkam. Okay, ja. Okay, dann, das fand ich jetzt eigenartig. Weil normal kann man ja auch die bestehen. Okay. Dann doch mit Angriff. Aber der hat mich jetzt mit einem Schlag hat er mich gekillt. Bin ich denn auch mit einem Schlag gekillt? So Headshot oder so? Taumelt, das ist immer ganz gut. Oh, der hat einen Bogen. Mal gucken, ob der Bogen besser ist als meiner. Und ein Set hat er an. Oha. Set des Tribunals. Schleichengeselle braucht man nimmer. Silberstahlbogen des Feuerzorns. Schaden 34. So, gleich mal vergleichen. Okay, der ist jetzt leer. Okay, gegen meinen neuen 40er kann der natürlich nicht anstinken. Aber wenn ich den jetzt nicht gehabt hätte, dann hätte ich mich natürlich auch über den gefreut. Pyreische Würfel. Gewicht 0. Wert 0. Ein pyreisches Artefakt in Alt-Mischka. Oh, da hatte ich mal eine Quest. Da hatte ich eine Quest. Stimmt. Das ist das. Ah, das kann natürlich sein, dass die da am Anfang, wo ich den Zettel gefunden habe, auch dieses Artefakt gesucht haben. Aber die sollten es in der Unterstadt abgeben. Hatte ich die Quest auch aus der Unterstadt? Oh, guck mich mal die Goldberge an, die Münzhaufen. Passiert da was, wenn ich die jetzt nehme? Ich denke immer, das ist dann vielleicht auch so eine Falle. Also wenn man was wegnimmt. Schwupp! 93 waren das. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn man jetzt die Stücke abgezählt hätte, dass die tatsächlich, dass es 93 gewesen wären. Okay, dann haben wir das Rätsel gelöst. Jetzt müssen wir natürlich rauskommen.
Hier ist übrigens auch so ein hübsches Licht, ne? Aber das macht nichts, das Licht. Ah, ich kann hier aufmachen. Dafür ist das Portal. Okay, alles klar. Na, dann dürft ihr fallen, da ruhig wummeln, mich stört's nicht. Sehr schön, dann haben wir ja gleich eine Quest erledigt, die wir schon dabei hatten. Sehr schön. Hier, die beiden, die hatten nämlich auch den Auftrag. Durch die Trolle sind sie ja irgendwie gekommen, aber danach nicht so glücklich verblieben. Okay, jetzt hätten wir hier gegenüber auch noch was zum Erkunden, aber ich glaube... jetzt ist es aber neblig hier. Ich glaube, wir gehen unserer Main-Quest mal weiter. Ach, guckt mal, hier ist dieses Elementar hängen geblieben. Deswegen, ich gucke immer da natürlich auf den Boden und dann war das da natürlich nicht. So, lieber Jasper, du hast so brav gewartet. Jetzt musst du nicht mehr warten, die anderen... Sachen erkunde ich ein anderes Mal. Aber weiter in unseren Tempel des Lebens. Aber Tiere gibt es ja gar nicht so, ne? Also, außer natürlich diesen Elementaren. Sag mal, da ist das schon unser Tempel. Oh, da ist so ein Geist. Bestimmt kein freundlicher Geist. Ja, das ist ein Ahnengeist. Jasper. Nur noch Asche. Ist das schon unser Tempel da? Auf die Karte gucken. Nee, ich glaube, der ist noch ein bisschen weiter. Da vorne hat es noch Zeug. Was nicht will, dass ich weitergehe. Seid willkommen, ihr frohen Sächer. Ja, kommt heran und leert die Becher. 15, ah! Also mal, wenn du da so singst. So, der Mega-Tank ist er ja sowieso nicht. Muss ich ja fast. Stimmt, ich könnte eigentlich mal wieder meinen Schutzgeist beschwören. Der hat doch ganz gut zugehauen. Und hier draußen stört er auch nicht so. Wobei, der Jasper stört mich ja jetzt schon so. Hast du noch nicht genug? Hört mich halt immer, wenn der so in der Schusslinie dann steht. Deswegen habe ich ihn ja gar nicht mehr, habe ich die gar nicht mehr beschworen, die Guten da. Den Guten. Jasper, alles gut bei dir? Ja, sieht so aus. Halb tot, aber er steht noch tapfer auf seinen Beinen. Wird immer kristalliger hier, oder? Mammutze. Das da oben sieht aus wie ein Grabstein, ein großer. Oh ja. Sollen wir da mal wieder ein bisschen Grabstein? Da liegt sogar der Totenkopf.
Der Schädel liegt sogar drauf. Kann man da was lesen? The last of the... Irgendwas. The song of the... Das war total unscharf. So richtig gut lesen kann man es nicht. Lass mal buddeln. Münzen. Eine Flöte, die lassen wir drin. Teleport nach Nebelheim. Ist immer gut. Wir haben nur ein bisschen aufgeräumt. Dass hier die Mammuts rumliegen. Hier ist sogar ein frisches. Guck mal, das ist gar nicht... Kadaver. Das ist gar nicht zugeschneit. Man könnte ja sonst sagen, oh, okay, vor vielen, vielen Uhrzeiten ist hier mal so ein Viech gestorben. Aber... Ja, was pfeift hier? Da hinten ist nochmal ein Elementar. Und immer mit so einem Kristallding zusammen. Oh, ja, Jasper. Oh, da kommt noch eins angerannt. Oh, jetzt kommen aber viele. Oh, ich war ja auch gar nicht versteckt. Kein Wunder, dass ich nicht gut geschossen habe. Ist, dass man die recht gut treffen kann, weil die ja so... da ist noch ein. Das sind nur zwei. Jetzt will ich aber nicht sterben, wo sie alle platt sind. Ja genau, lenkt den mal ab. Das Problem ist, dass man bei denen auch nie weiß, wo sie anfangen und aufhören. Da hängt wahrscheinlich nur der Kopf da. Oh, danke, tschüss. Noch einer! Da nicht mehr auf. Weiter, weiter, weiter! Nicht nachlassen! Ja, ich gebe mir ja Mühe. Es war halt ein bisschen viel, was da jetzt gerade ankam. Ja, aber immer noch Kampfmusik. Sieht man noch einen roten Punkt. Jasper! Okay, das ist noch so ein Kristallding. Ich glaube wirklich nur auf den Kopf, sonst treffe ich nicht. Wow. So, ich denke mal, das war es hier an Gegnern. Den Pfeil hätte ich gern. Die sind alle leer. Okay, das sieht doch schon sehr nach Tempel aus hier hinten. Vogelnest. Vogelei. Einfach nur ein Vogelei. Keins von denen, die ich suchen soll. Schade, schade, schade.
Oh, sieht aus wie goldene Platten, aber ich glaube, es ist einfach nur Stein. Schöne Musik. Aber da mit diesen Mammuts und so. Ja, guck mal, da ist eins am Leben. Schläft es nur hier? Ich geh mal nicht näher. Mag jetzt nicht gegen einen Mammut kämpfen. Da ist jemand. Wahrscheinlich sollen wir uns hier einfinden. Ich speichere mal wieder. Zwischen. Na so, Konstantin. Das ging ja schneller als erwartet. Habt ihr den Stein? Ja. Zeig mal. Hm, ja. Sehr gut, das ist er. Dann ist es wohl nun an der Zeit, dass ich euch beiden ein paar Dinge über den Tempel erzähle. Vielleicht kennt ihr die endraläische Legende von diesem Ort. Es heißt, dieser Tempel sei lebendig und der ganze Wald um ihn herum ist sozusagen ein Sinnesorgan von ihm. Hört die Stimmen im Kristall, hört sein Weinen in den Blättern, bla bla, ihr wisst, was ich meine. Zwar sind die meisten dieser Legenden abergläubischer Unfug, aber diese hat einen wahren Kern. Der Tempel hat tatsächlich so etwas Ähnliches wie ein Bewusstsein. Das hat aber weniger mit irgendeinem selbstmordgefährdeten Liebhaber zu tun, als mit einem pyräischen Verteidigungsmechanismus, dem steinernen Herz. Und dieses steinerne Herz macht den Tempel lebendig? Wie soll das funktionieren? Indem es den Pyräern erlaubte, etwas Immaterielles mit einem menschlichen Bewusstsein zu verbinden. Das muss nicht einmal ein ganzes Gebäude sein, ein Gegenstand tut es auch. Die Gebundenen, wie man die Menschen, die verbunden wurden, nannte, litten während des Rituals zwar furchtbare Schmerzen, verloren ihren Körper, aber erlangten, je nachdem, mit was sie verbunden wurden, Unsterblichkeit. Na immerhin. Es ist ein schreckliches Schicksal, ja. Aber mit dem passenden religiösen Gesülze kann man Menschen ja bekannterweise zu allerlei Unsinn bewegen. Oh ja. Diese Bindungsrituale waren aber unüblich. Nicht, dass ihr jetzt denkt, jeder zweite Pyräer hatte einen Verwandten in seinem Kochlöffel stecken. Nur einige wenige Arkanisten der Ishian, einer der herrschenden Priesterkasten, waren in der Lage, sie auszuführen, um klares Inal zu sprechen. Es gab sehr wenige gebundene Orte oder Gegenstände. Der Tempel ist einer davon. Das soll heißen, in diesem Tempel ruht das Bewusstsein eines Pyräers? Ach, dass es ruht, bezweifle ich. Den Untergang seiner eigenen Zivilisation miterlebt zu haben und seither für mehrere tausend Jahre blöd in der Gegend rumzustehen, hat vermutlich einen weniger positiven Effekt auf den Verstand eines Menschen. Aber wir werden sehen. Setz den Kristall in den Sockel dort ein. Da hinten? Jetzt dachte ich, wir müssen in den... Ah, wir müssen erstmal Zugang kriegen. Oh, er hat sogar schon ein Feuerchen angemacht. Ja, er muss ja auch warten auf uns, ne? Leeres Fass. Ein Heubett. Sehr spartanisch. Dann machen wir mal. Es rumpelt. Oh, sieht aus wie ein Palantir. Okay. Tatsächlich. Perfekt. Dann mal los. Haltet eure Waffen bereit. Die Unterbahn befindet sich auf der tiefsten Ebene, wenn Lushishis Theorien stimmen. Sind jetzt beide dabei als Helfer? Warum eigentlich ich? Warum was ihr? Das ist jetzt das dritte Mal, dass ihr mich anheuert und mein Sold ist nicht gerade niedrig. Wieso? Ach, was wollt ihr hören? Eine Liebeserklärung? Ihr seid ein Saufbold und ein Strauchdieb. Aber ihr erledigt, was man euch auftragt. Und das gewissenhaft. Ist doch schon mal was. Der Tag, an dem ich mein Vertrauen in eines dieser Götterlämmer stecke, ist der Tag, an dem ich nackt durch die Oberstadt tanze und Loblieder auf die Lichtgeborenen singe. Das wäre doch mal ein erfrischender Anblick. Da bin ich mir sicher. Jetzt haltet den Mund.
Wir müssen dem Tempel zumindest nicht entgegenschreien, wo er die nächste Fallgrube öffnen muss. Das da vorne sieht aber schon nicht gut aus. Aber das ist eine Brücke, ne? Das ist keine Falle, sondern eine Brücke. Wie bei Indiana Jones. Nur, dass er wirklich nichts gesehen hat. Wir sehen wenigstens ein bisschen was. Ich bin schon drüben. Dachte ich gerade, da stehen welche. Noch nicht. Was mich ein bisschen... Da unten ist ein Untoter. Was mich ein bisschen beunruhigt ist, dass ich jetzt keine Ambrosia-Tränke mehr habe und hier schon wieder so viele Kristalle sind. So, mal gucken, wie gut die beiden Kämpfe können. Oh ja, ich bin zu alt. Bist du alt dafür? Also Mage ist natürlich nicht. Vielleicht sollte ich mir doch einen Mage als Henchman anlachen, dann bleibt er wenigstens im Hintergrund und macht trotzdem richtig gut Schaden. Ja, das werde ich mir noch überlegen. Guck mal, ich habe schon bald wieder Level up. Oh, hier hat sogar noch Drohnen. Na, sowas aber auch. Oh, ein Riese und oh, der hat sogar noch Flimpfe und Klunkel in seinen Händen. Ja genau, bleibt noch blöd stehen. Ja, die stehen jetzt da dumm. Gerüstet. Hä? Boah, das ist kein Schaden. Na doch. Das war der andere, der da... Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass meine normalen Pfeile gerade mehr Schaden machen als meine Feuerpfeile. Oh! Der... verloren. Okay, da ist er doch mitgekommen. Weil der mich halt jetzt nicht selber angreift, stehen die anderen auch nur dumm da wahrscheinlich. Beziehungsweise die warten, dass ich hier weiter geradeaus runtergehe. Okay, das war ja so ein bisschen Bug-Using jetzt. Ich habe Level up eigentlich, oder? Ja. Level 30! Erstmal looten. Haben wir schon? Nee, noch nicht. Jetzt schleichen sie wieder hier rum. Jetzt, wo alles vorbei ist.
blutverschmierter Kriegshammer. Gewicht 31. Nee, den kannst du behalten. Nee, ich will da noch oben auf den Turm gucken. Ich will wissen, was da oben ist. Ihr werdet noch kurz warten müssen. Ich hätte auch Lust, mal wieder auf so eine Seele zu fangen. Das hatte ich jetzt eigentlich auch ein bisschen gehofft. Ein Amethyst. Super. Da ist sogar eine Ratte aufgespießt. Gebratene Ratte, aber die sieht eklig aus. Oh, die sieht eher vermodert aus. Ein paar Tränke, die ich sowieso nie benutzen werde. Oder sehr wahrscheinlich nicht. Und das sieht hier sehr nach Gräbern aus. Okay. Arsch und Zwirr, nimmt das denn nie ein Ende? Ich glaube nicht. Ach, zück halt deinen blöden Bogen. Da hängt auch noch einer. Ich habe einen Jasper getroffen. Boah. Ja. Fürst! Ein Fürst? Okay, jetzt ist es keiner mehr. Ich hoffe, es bleibt auch keiner. Keiner einer. Ich gucke aber erst noch auf die andere Seite. Weiß nicht, ob es auf beiden Seiten runtergeht, aber das sehen wir ja dann gleich. Hier sind irgendwie einige draufgegangen. Weiß nicht, ob aufgrund dieses... Ist das nochmal so ein... Kein Riese, oder? Das ist normaler. Dieser Statue da. Dieses Gottes. Ist das ein Riese? Ich mache jetzt mal nicht Feuerpfeil, weil irgendwie habe ich gerade das Gefühl, so richtig gut Aua machen die jetzt nicht mehr als Hinterhaltswaffe. Meine Kollegen warten da hinten. Ich schon wieder vom Weg abkommen. Oh, ist der gestorben, weil er hier aufgemacht hat? Zwei zusätzliche Groschen. Sehr schön. Anscheinend nicht. Muss wohl was anderes gewesen sein. Und irgendwo war noch ein Erz ja da.
Okay. Ich glaube. Da haben wir alles durchsucht dann. Und geht's weiter hinab in die Tiefen. Mit unseren Kollegen hier. Ich hätte gerne mal, dass ich mal so ein bisschen... Ja, okay, so nach und nach habe ich ja jetzt was über mich erfahren. Aber das jetzt mal so richtig so ein... kommt so. Ja, wir können es schaffen, wenn wir dies und jenes machen, aber... Ich glaube, es gibt ja auch so Spiele, wo man bis zum Schluss eigentlich gar nicht richtig weiß, was los ist. Vielleicht ist das hier ja auch so.